Gut, wir fangen mal an. Dann begrüße ich Sie erstmal zur Vorlesung Nummer 6. Wir haben heute folgender Plan für heute. Wir haben ja letztes Mal, haben wir uns das erste Mal echte IQ-Daten angesehen und haben die Funksignale von diesem Funkschlüssel demoduliert. Ich will heute mit Ihnen nochmal weitermachen und ein zweites Beispiel machen von einer Funksteckdose. Da können wir uns nämlich dann die Bits noch ein bisschen genauer anschauen, was da passiert. Sie gehen wieder auf den Moodle-Kurs. Dort finden Sie bei Vorlesung Nummer 6, sehen Sie ja hier die IQ-Daten, die können Sie da mal runterladen. Und was wir auch noch um uns die Signale noch schöner anschauen zu können, benutzen wir das Tool Audacity. Vielleicht kennen Sie das, mit dem tut man normalerweise Audio bearbeiten. Das kann man sehr schön missbrauchen, um damit sich die Rohdaten, die man generiert hat, später nochmal anzuschauen. Genauso, wenn Sie Zeit haben, zwischendrin, werden wir jetzt nicht sofort benötigen, aber in näherer Zukunft. Können Sie entweder für Linux geben Sie nur ein sudo apt-get install Audacity oder für Windows können Sie sich auf der angegebenen Webseite das herunterladen. Gut. Dann gehen wir nochmal zurück zu unserem Beispiel. Ich starte das mal schnell. Der PKW-Schlüssel. Man sieht hier sehr schön, was haben wir gemacht. In Blau sieht man erstmal unser Schlüsselsignal. Das liegt hier in etwa, jetzt sieht man es nicht genau. Wie viel ist das ungefähr? 400, schauen wir es hier nach. 417 Kilohertz oberhalb der Trägerfrequenz. Man sieht hier immer, das pulsiert hier immer wieder. Die Mittenfrequenz. Unsere Software-Defined Radio war auf 434 MHz eingestellt. Das heißt, hier die 0 MHz wären hier 434 MHz. Und unser Signal, können wir dann rechnen, liegt dann bei 434,417 MHz. Genau hier unten ist die Achse. Wir haben das Ganze mit 2 MHz abgetastet oder die Aufnahme ist mit 2 MHz erfolgt. Das heißt, wir haben links davon, also bei einer niedrigeren Frequenz, 1 MHz und in die positive Richtung 1 MHz. Das heißt, wenn man sich das nochmal überlegt, 434 MHz war die Mittenfrequenz bei 0 Hz. Das heißt, unser Empfangsbereich ging von 433 MHz bis 435 MHz. Jetzt haben wir uns überlegt, wie kommt man denn an das ganze Signal hier ran? Und naja, der erste naheliegende Schritt war erstmal, man extrahiert. Ich meine, das ist hier ziemlich dankbar, weil hier sendet einfach nichts anderes wie unser Schlüssel. Das heißt, hier könnte man wirklich drüber streiten, ob man irgendwo eine Filterung benötigt. Aber logischerweise im echten Leben, wenn man das Ganze nicht unter Laborbedingungen aufzeichnet, werden hier überall Sender vorhanden sein. Und deswegen macht es eben Sinn, mit einem Bandpassfilter den Bereich auszuschneiden. Und da muss man auch wieder ein Trade-off wählen zwischen wie breit mache ich das Filter, wie schmal mache ich das Filter. Dazu kommen wir hoffentlich irgendwann mal auch mal noch zu sprechen, was es denn für einen Unterschied macht, wie breit ich diesen Filter wähle. Ich tue es gleich mal vorwegnehmen. Je breiter ich den Filter mache im Frequenzbereich, desto schneller kann sich das Zeitbereichssignal ändern. Da gibt es so ein Gesetz, sage ich einfach mal. Und da gibt es eben einen Zusammenhang zwischen der zeitlichen Änderung im Zeitbereich. Also wie schnell kann diese Kurve oder unser Signal sich, ich sage es mal in Anführungszeichen, wieder bewegen. Wenn ich das sehr breitbandig machen kann, dann kann ich ein ziemlich eckiges Signal hinbekommen. Eckiges Signal ist ja ziemlich viel Änderung pro Zeiteinheit. Und wenn ich das Ganze schmäler mache, dann schaut das Ganze immer mehr aus wie eine Sinusschwingung. Das kann einfach nur ganz flach
sich oder ganz langsam ansteigen und langsam abfallen. Das ist so der Zusammenhang. Das heißt, wenn man hier mal beginnt, tut man erstmal sehr großzügig mal die Bandbreite wählen, lieber mal zu breit. Dann sieht man auch, ob man das Signal eigentlich schön in der Mitte getroffen hat. Und naja, wenn man das eben erreicht hat, dann kann man es ja immer noch schmäler machen und dann beobachten, wie schaut dann mein Signal aus hier im Zeitbereich hier oben. Stoppt man dann mal und schaut sich das an. Ja, man sieht hier schon, naja, passt schon. Irgendwie kann man hier so eine Frequenz sehen. Das ist hier schon irgendwie schon noch ein bisschen verwackelt, aber man kann eigentlich ziemlich eindeutig die Einsen und Nullen erkennen. Gut, bevor wir weitermachen, müssen wir uns aber nochmal mit einem schwerwiegenden Problem befassen. Oder das heißt schwerwiegendes Problem. Und zwar, das ganze Signal wurde ja mit 2 MHz abgetastet und unser Schlüsselsignal ist ziemlich langsam. Also ich sage mal, die Änderungen zwischen 1 und 0 geht vielleicht mit einer Frequenz von ein paar Kilohertz. Was weiß ich, 1K2 oder 9K6, also relativ langsam im Vergleich zu den 2 MHz, mit denen wir das Ganze abtasten. Das heißt, hier kommen die Signale hier mit 2 MHz rein. Okay, wir haben hier einen Throttle-Block, der hoffentlich dafür sorgt, und ich zeige Ihnen gleich, bei meinem System ist es nicht so. Ich kann mit einer kleinen Einstellung kann ich schaffen, dass ich das System schon überlaste. Der sollte dafür sorgen, dass hier maximal 2 Millionen Samples hier durchgehen. Wir filtern das Ganze, bilden Complex to Magnitude, also wir wandeln das Signal hier um in eine Amplitude, also wir machen eine Amplitudendemodulation. Ja, und dann geben wir es hier auf unserer Timesync aus. Und was wir hier noch machen, wir haben hier den Threshold-Block, haben wir so eingestellt, dass wir einfach ein Limit setzen. Immer wenn das Signal über den Wert geht, dann gibt er eine 1 aus, wenn es darunter fällt, gibt er eine 0 aus. Aber Sie sehen hier, die Sample Rate ist nach wie vor 2 MHz. Das heißt, ich starte das Ganze nochmal. Hier oben, hier ein schmaler Impuls, der besteht, ich kann es leider nicht vorführen, ich sage Ihnen gleich warum, dieser Impuls hier oder dieses Rechteck, das besteht hier vielleicht aus 10.000, 20.000, keine Ahnung, kann man sich ja ausrechnen, aus einer hohen Anzahl von Samples, und eigentlich bräuchte man die ja gar nicht. Also ich würde behaupten einfach mal, wenn wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Samples hätten, dann würde das ja nach wie vor genügen, um das Ganze darzustellen, und wir müssten nicht mit so einer immens hohen Datenrate rechnen. Klar. Und dazu kann der Filterblock, jetzt zeige ich Ihnen nochmal, was das Problem ist. Wenn ich nämlich hier einstelle, ich will die Anzahl der Punkte zählen, um damit auf die Baudrate zu schließen. Wenn ich hier einstelle, ich will für jeden Punkt, der als Sample ankommt, hier einen Kreis als Marker haben, dann, also jetzt geht schon gar nichts mehr. Also, dann stürzt das Ganze bei mir schon mal ab. Was natürlich nicht so, spricht jetzt nicht so besonders für das Framework, aber die Abhilfe, die wir schaffen können, ist, dass wir filtern das Ganze, dazu brauchen wir noch die volle Bandbreite, aber der Bandpassfilter, man sieht hier kann man eine Dezimierung eingeben. Und das heißt, wir können dann dezimieren um einen Faktor 10, 100, 1000. Probieren wir jetzt dann aus, was denn Sinn macht. Und dann kommen einfach, wenn wir hier mit dem Faktor 10 dezimieren, dann kommen hier die Samples, kommen hier mit 2 MHz rein und hier aber nur noch mit 200 kHz raus. Wenn wir mit dem Faktor 1000 dezimieren, dann gehen die hier mit 2 MHz rein und kommen hier noch mit 2 kHz raus. Das heißt, wir können die Abtastrate massiv reduzieren. Wir brauchen die ja nicht unbedingt, weil das Signal ja in Anführungszeichen sehr langsam ist. Und das machen wir jetzt gleich mal. Um das Ganze wieder schön parametrisierbar zu machen, kopieren wir uns einfach hier wieder eine Variable
und ich nenne die immer Dezi für Dezimierung. Und wir dezimieren einfach mal mit dem Faktor 10, dann kann man leichter rechnen. Bauen wir da gleich weiter. Sie gehen hier auf den Block und geben hier einfach bei Dezimation, geben Sie einfach hier, setzen Sie die Variable ein, Dezimierung. Okay, jetzt ist es so, jetzt kommt einfach nur noch ein Zehntel, der, Sie müssen 10 Samples reinschicken, kommt nur noch eins raus. Was Sie jetzt hier sehen, hier hinten ist die Sample Rate aber immer noch auf 2 MHz eingestellt. Was bedeutet denn hier überhaupt die Sample Rate? Wir können es jetzt mal starten und schauen wir mal, ob es jetzt mal nicht abstürzt. Oder ob das einfach nur an den... Okay, jetzt macht es gar nichts mehr. Cool. Versuche ich das mal wieder wegzustellen. Cool, jetzt geht's gar nicht mehr. Versuchen wir es mal neu zu starten. Läuft's bei Ihnen? Nicht? Geht auch nicht, okay. Stellen wir mal die Dezimierung wieder auf 1 runter. Das ist aber jetzt komisch. Dann geht's wieder. Ja, cool. Was ist da los? Okay, jetzt läuft's wieder. Ah! Ich weiß warum. Wir dürfen natürlich, ah, Sie sehen hier schön, wir geben hier einmal in den Flow Graph, geben wir in unsere Frequency Sync das Ganze mit 2 MHz rein und hier geben wir das Ganze dezimiert mit 200 kHz rein und der wartet natürlich erst bis alles voll ist, bis die Anzahl der Samples da ist, um dann die FFT zu rechnen. Also da muss, das ist der erste. Gut, dass ich den Fehler jetzt hier Ihnen einmal live vorgeführt habe und selber nicht gecheckt habe, was das Problem ist. Genau, also Sie dürfen niemals Anzeige, Frequency Syncs oder Time Syncs zusammenschalten mit unterschiedlichen Abtastraten. Schauen wir mal, ich stelle es mal wieder um, in der Hoffnung, dass es jetzt dann geht. Okay, das schaut vernünftig aus. Hier passiert auf jeden Fall mal was. Hier oben passiert mal noch nichts. Ah, jetzt passiert was, sehr schön. Okay, gut, das Erste, was Sie und ich jetzt wieder wiederholen konnte, also niemals und niemals Anzeige senken mit verschiedenen Abtastraten zusammenschalten. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben ja hier die Abtastrate um einen Faktor 10 reduziert. Das heißt, hier kommt es nicht mehr mit 2 MHz raus, sondern mit 200 kHz. Und Sie sehen aber hier, die Abtastrate, Sample Rate, steht hier immer noch auf 2M, also 2 Megasamples pro Sekunde. Aber eigentlich kommt es ja hier nur noch mit 200 kHz rein. Das heißt, deswegen benutzen wir auch gleich eine Variable, ändern wir das Ganze mal schnell ab, geteilt durch Dezi und hier oben natürlich auch. Wir wollen immer eine Sekunde sehen, das heißt, wenn wir die Sample Rate reduzieren und wir wieder eine Sekunde sehen wollen, dann brauchen wir halt jetzt wieder hier nur noch ein Zehntel der Abtastpunkte. Jetzt sieht man hier schön, sind 200 kHz, das passt. Lassen wir es mal laufen. Gut. Funktioniert. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, was denn diese Abtastrate hier überhaupt bedeutet. Also die Abtastrate, die hier steht, hat im Prinzip keine Auswirkung. Die wird nur mathematisch verwendet, um hier die Zeitachse zu berechnen. Das heißt, hier unten sehen Sie jetzt, hier steht Time in Millisekunden. Wenn Sie die Abtastrate jetzt einfach hier auf 1 setzen, dann denkt er sich, ja, ein Sample pro Sekunde kommt rein und
dann werden Sie hier, was werden Sie jetzt hier erwarten, wenn Sie 200.000 Samples, dann wird hier auf der linken Stelle werden 200.000 Sekunden stehen. Wir haben hier das oben geändert, genau, hier sehen wir. Also die Abtastrate wird eigentlich nur verwendet, um die Zeitachse richtig zu verwenden. Wenn Ihnen das egal ist, wie lange das Ganze dauert, können Sie als Sample Rate immer 1 nehmen und dann entspricht halt die Anzahl der Sekunden hier einfach die Anzahl der Abtastwerte. Das nur rein zur Information. Natürlich macht es Sinn, die Zeitachse richtig einzustellen, weil dann können Sie nämlich genau ablesen, mit welcher Baudrate oder wie lang ein so ein Bit ist. Also es macht auf jeden Fall Sinn, in den meisten Fällen die Abtastrate hier mitzunehmen. Stelle ich es mal wieder um. Genau, und die Number of Points, das sind die zwei Punkte. Die Abtastrate gibt an, wie die Zeitachse skaliert ist, und die Number of Points gibt einfach an, wie viel von dieser Zeit Sie gleichzeitig anzeigen. Das heißt, immer wenn Sie die gleiche, wenn Sie, ja cool, Sie können jetzt natürlich, wenn Sie oben auch einen Punkt nur anzeigen wollen, dann wäre das immer halt eine Sekunde. Oft macht es gar nicht Sinn, hier immer eine Sekunde anzuzeigen, sondern nur ein paar Millisekunden. Aber zu Anfang kann man sich ja immer überlegen, wie man das Ganze denn darstellen will. Okay, schauen wir mal, ob man jetzt schon in der Lage ist, die Kreise zu zeichnen oder ob das immer noch zu heavy ist. Ich mache mal einen Punkt hier, in der Hoffnung, dass es vielleicht geht. Okay, geht immer noch nicht. Vielleicht ist das. Probieren Sie mal aus, ob das bei Ihnen funktioniert. Vielleicht liegt es auch einfach nur an diesem Teil, dass das abstürzt. Ich kopiere das mal. Das wäre zwar bescheuert, aber. Config, genau, und dann können Sie einstellen, Sie wollen hier noch einen Circle. Vielleicht sind ihm einfach 20.000 Punkte zu zeichnen zu hart. Okay, geht nicht. Ich erhöhe einfach mal die Dezimierung um einen Faktor 100. Vielleicht geht es dann. 20.000 Punkte könnt ihr vielleicht hinbekommen. Ah, und schon geht's. Okay, also das ist halt immer sehr hilfreich. Ich habe jetzt die Dezimierung auf 100 hochgestellt. Und jetzt kann man eigentlich sehr schön sehen, wir haben jetzt hier, ich schneide mal hier so einen schmalen hier aus. Das heißt, wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, passt ungefähr. 10 Samples haben wir jetzt noch pro. Das war jetzt Zufall, dass das jetzt gerade 10 sind. Aber das ist jetzt eine Datenmenge, mit der man einigermaßen umgehen kann. Was Sie natürlich auch noch machen können, wenn das ein Problem ist, so viele Samples darzustellen, vielleicht nur noch jetzt, wo mir das einfällt, wenn man die Dezimierung nicht so stark reduzieren will. Wie gesagt, die Senke hat das Problem, hier 20.000 Punkte einzustellen. Dann kann man natürlich hier die Number of Points, kann man nochmal durch 10 dividieren. Dann Wie lang können wir jetzt die Zeit darstellen? Wie lang wird jetzt die Zeitachse sein auf dem Plot? Ja, wir haben eine Abtastrate von 20 kHz. 20.000 Punkte wären eine Sekunde. Wenn Sie ein Zehntel davon haben, dann müssten Sie jetzt immer 100 Millisekunden sehen. Schauen wir das mal an. Genau, Sie sehen hier unten 100 Millisekunden. Jetzt ist natürlich, also er hat wohl wirklich Schwierigkeiten, wenn so viele Samples hier kommen, zumindest ist es bei meinem Rechner so, das Ganze auszuwerten. Deswegen, das ist natürlich auch ein Hinweis jetzt für uns, wenn es hier Probleme gibt. Deswegen macht es Sinn, möglichst zeitnah zu filtern und möglichst schnell zu dezimieren. Wie gesagt, das Signal ist ja super schmal, da macht es eigentlich wenig Sinn, so viele Punkte zu behalten, weil die sagen halt nicht so besonders viel aus.
Also machen wir das mal wieder zurück. Dezimieren wir hier nochmal wieder mit 100. Testen das Ganze in der Hoffnung, dass es jetzt klappt. Genau. Jetzt können wir hier recht schön hineinzoomen. Gut. Also, was macht Dezimierung? Dezimierung ist einfach nur, wir geben eine bestimmte Anzahl an Samples ein und am Ende kommt eine bestimmte Anzahl an Samples wieder raus. Und wenn ich dezimiere, dann muss die Anzahl der Samples, die wieder rauskommt, halt kleiner sein wie die, die man reinschickt. Das Gegenteil haben wir auch schon gemacht, die Interpolation mit dem Repeat-Block. Da schicken Sie ein Sample rein und dieses Sample wird dann zum Beispiel 100 Mal wiederholt. Das wäre das Gegenstück, das wäre eine Interpolation. Gut. Dann sind Sie noch mal dran. Gehen Sie auf den Moodle-Kurs und laden sich die IQ-Daten der Steckdose hier herunter. Einfach draufklicken. Ich hoffe, dass die OwnCloud jetzt funktioniert. Vorhin hatte die mal Schwierigkeiten. Ah, scheint zu funktionieren. Gut. Laden Sie sich das Ganze mal runter und versuchen Sie mal das Signal zu demodulieren. Kleiner Hinweis, die Mittenfrequenz war auch wieder 433,9997, also ungefähr bei 0. Bei 0 MHz sind wir wieder bei 434 MHz. Und jetzt, Vorsicht, aufpassen, die Sample Rate, mit der das Ganze aufgezeichnet wurde, war jetzt nicht mehr 2 MHz, sondern hier 960 kHz. Das müssen Sie dann einstellen. Versuchen Sie mal das Signal zu finden. Sie kennen das ja jetzt. Bauen Sie das, Sie können entweder das nochmal schnell neu klicken, zusammenklicken oder einfach das hier hernehmen. Also Sie haben eine andere Abtastrate und Sie müssen erstmal das Signal suchen, wo sich das befindet. Wenn Sie das Signal gefunden haben, schön filtern. Ich würde gleich mal mit 10, Faktor 10 mit der Dezimierung beginnen und ja, dann gucken Sie mal, ob Sie da Nullen und Einsen generieren können. Geht es bei Ihnen mit dem Herunterladen? Gut. Ja, vorher hat OwnCloud nicht funktioniert, da hatte ich schon ein bisschen Schiss, dass ich gar nichts habe, was ich mit Ihnen machen kann. Genau, einfach runterladen. Neuen Flowgraphen macht Sinn, entweder das aktuelle abzuspeichern unter einem neuen Namen oder einfach gleich nochmal schnell von vorne beginnen. Das geht ja relativ flott. Genau, und im ersten Schritt wirklich mal hier mit der Frequency Sync drauf gucken, wo sich das Signal überhaupt befindet. Sie wollen ja sehen, wo findet die Aussendung statt. Bitte? Was wollen Sie verschieben? Ich gucke mir gerade mit dem Frequency Sync an, dass man das quasi nochmal so nach rechts verschiebt. Was ist das Signal da daneben, das starke? Ach, das ist der Bandpassfilter noch von dem anderen. Genau, also wir müssen es ja jetzt nicht unbedingt verschieben, sondern wir wollen ja eigentlich jetzt nur das Ganze. Genau, jetzt will er nicht, weil der hat noch zwei Eingänge, genau. Genau, im ersten Schritt wird es ja jetzt einfach nur darum gehen, zu finden, wo ist das Signal und da lege ich dann den Bandpass drüber. Mhm.
Wie gesagt, am einfachsten geht es, ich nehme immer ganz gern die Maximum Hold Option und stoppe jetzt dann den Flow Graph. Oder genau hier kann man dann auf Stop klicken. Mhm. Und jetzt kann man eigentlich schon gucken, wo liegt das Signal. Genau. So finden Sie zumindest mal die Mittenfrequenz raus. Und jetzt bauen Sie einfach einen Filter, der ungefähr so breit ist und dieses Signal extrahiert. Okay. Da einfach wieder die Mittenfrequenzen richtig einstellen. Genau, jetzt filtern Sie natürlich alles andere weg. Ich würde erstmal ohne den Filter das machen, dass ich einfach das Gesamte genau einfach auf Bypass, genau, das ist noch besser. Genau, und jetzt sieht man eigentlich, kann man dann mit Max Hold, ich mache immer noch gern Grid an, aber das ist Geschmackssache. Genau, erstmal suchen, wo ist die Mittenfrequenz und dann die Mittenfrequenz in das Bandpassfilter einstellen. Und haben Sie schon die erstmal das Dings gekillt. So kann man es auch machen. Mit Variablen ist es ein bisschen schöner, dann ist es einfacher zu parametrisieren. Weil dann kann man nämlich den gleichen Flowgraph immer wieder hernehmen. Aber man kann es natürlich auch zu Fuß reintippen. Genau, vielleicht tun Sie mal alles andere deaktivieren. Oh, Sample Rate 1 GHz. War ein bisschen viel. Also eigentlich sind es hier 960 Kilohertz. Als Sample Rate. Genau, als Sample Rate. Also 960 E hoch 3. Genau. Also es steht ja hier, wenn man hier auf das File draufklickt, klicken Sie mal schnell drauf, da steht dann hier, mal ein bisschen rüber oder so, genau. Da steht dann hier unterstrich 9600. Genau, das war das Problem, warum er abgeschmiert ist, weil der Throttle-Block hat dann, wie viel waren das, 2 Gigasamples pro Sekunde durchlassen. Genau, jetzt sehen Sie schon schön, dass hier was umherwackelt. Wie schaut es bei Ihnen aus? Bei der Frequency Sync, da sehe ich ja diese Angaben immer im Dezibel. Genau, ja. Und genau. Wenn ich die mir irgendwie als Herz einfach anzeigen lassen will, geht das auch? Tun wir das mal ganz kurz deaktivieren. Disable. Also erstmal die richtige Sample Rate einstellen. Wir haben 960 E hoch 3. Gut, passt. Genau, da macht es dann Sinn, das gleich. Das ist der Grund, warum man das am besten so belässt, dann muss man immer zu Fuß, dann ändert man einen Parameter. Den deaktivieren wir auch mal schnell, dasselbe. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Also hier die Amplitude ist ja in Dezibel angezeigt. Aber hier unten sieht man ja die Frequenz in Kilohertz. Das heißt, Sie wissen, wenn Sie hier draufklicken, wieder ein Fehler von dem System. Hier das obere, der Wert hier ist die Amplitude und der Wert ist die Frequenz in Hertz. So, okay. Wenn man hier runter oder in Kilohertz, wenn man hier runter geht, müsste das ungefähr bei 62 sein. Ja, guter Hinweis. In der Anzeige Funknu Radio, der erste Wert, der da in Dezibel angegeben ist, ist natürlich der Wert in Kilohertz. Man kann, wenn man auf Stop klickt, dann, genau, dann bleibt es nämlich schön stehen. Wie kann man das? Bitte? Wie kann man das zusammenschieben? Was wollen Sie zusammenschieben? Rechts und links. Was Sie?
was wollen Sie da sehen, rechts und links? Ja, wo nochmal was kommt. Da kommt nichts mehr. Ach so. Sie sehen, wir haben eine Abtastrate von 960 Kilohertz. Das heißt, wir haben in die positive Richtung haben wir, was ist denn, 960 halbe, also irgendwas mit 400 irgendwas und bis minus 400. Also da gibt es gar nichts mehr. Was ich noch gern mache, ich die FFT-Länge, wenn man die noch hochstellt, auf 4096, jetzt starten Sie nochmal, dann wird das Ganze noch ein bisschen feiner, weil man dann noch mehr Punkte hat. Das ist manchmal recht hilfreich. Okay, fast richtig. Schauen Sie mal rein, wo das wirklich ist, das Signal. Aus 36. Ja, fast richtig. Die, genau, was ist das für eine Frequenz? Ja, negativ. Genau, ja. Ja, das ist wichtig. Also, wir sind jetzt im komplexen Basisband und es existieren negative Frequenzen. Wenn Sie einen Filter auf eine negative Frequenz legen müssen, dann müssen Sie auch wirklich so parametrisieren. Genau. Aber wie funktioniert das irgendwie nicht? Wenn ich jetzt einen Filter mache, ja, ist irgendwie aus dem Bandpass ein Bandstoppfilter geworden. Das ist komisch. Schauen wir mal. Klicken Sie, zeigen Sie mir mal schnell den Flowgraph. Das ist ein Bandpassfilter. Der geht. Okay. Wenn man sich das Ganze natürlich jetzt so anzeigt, wenn ich eine Dezimierung mache, schaut die Geschichte wieder ein bisschen anders aus, weil wenn Sie dezimieren, dann gibt es, wenn die Frequenz, je nachdem wo die Frequenz liegt, entsteht sogar noch Alias mit dazu. Mhm. Das heißt, um das sich dann einmal anzuzeigen lassen, erstmal genau, würde ich auch machen. Und dann müssten wir eigentlich sehen, genau, jetzt stimmt auch alles. Eigentlich wollte ich da noch gar nicht drauf eingehen, weil das sind, muss man dreimal um die Ecke denken, aber es ist halt so, wenn ich die, sobald ich dezimiere, tritt eben Alias aus und das fällt dann irgendwo hin. Deswegen werden wir später noch so einen X-Lating-Filter kennenlernen, der gleich eine Frequenzverschiebung macht. Damit kann man das sich da quasi, kann man das umgehen. Aber so passt alles, genau. Also das ist, so wie Sie das machen, ist ein ganz guter Weg, um das sich anzuschauen. Vielleicht sage ich das mal noch allen. Also Sie schauen, bei welcher Frequenz die Aussendung stattfindet. Dann nehmen Sie einen Bandpassfilter, stellen die Dezimierung erstmal auf 1 ein und legen dann Ihren Bandpassfilter an die richtige Stelle und schauen dann, ob dann Ihr Signal innerhalb des Bandpasses liegt. Und wenn das alles passt, dann können Sie die Dezimierung nach oben drehen. Ja, das schaut doch schon mal ganz gut aus. Genau, ich glaube, ich würde sagen, das passt schon ganz gut. Also ich würde den Low-Wert würde ich sagen passt und den High-Wert würde ich dann einfach auf 10,01, also einfach nochmal ein kleines bisschen, nee, 0,015 oder so. Also dass die relativ nah beieinander liegen. Aber der geht ja relativ hoch. Ja, macht ja nichts. Das ist ja nur eine, wenn Sie den Wert größer machen, dann ist das nur eine Hysterese, wenn das gerade so am... ich weiß, warum nichts rauskommt, weil Sie dezimieren ja jetzt hier, oder? Mit dem Faktor 100. Wie viele Punkte nehmen Sie? Klicken Sie mal hierher. Ah, okay. Das ist der Problem. Okay, der Punkt, warum, also Sie haben jetzt hier eingestellt, Sie wollen Sample Rate, das heißt, Sie müssen 100 Sekunden warten, bis erstmal was kommt. Genau, und wenn Sie eh schon dabei sind, würde ich das unten auch kleiner umstellen. Ich habe es gerade beim unteren umgestellt, beim oberen nicht. Also hier habe ich es. Ja, genau, die würde ich sammeln, weil dann stimmen nämlich die Zeiten auch noch. Gut, ja, das schaut doch gut aus. Wie schaut es bei Ihnen aus? Ja, ich glaube hier das Signal, das schaut jetzt noch nicht so aus, als wäre hier das Signal. Gucken wir das mal schnell an, ob Sie richtig filtern. Was haben Sie... Die Frequenzen stimmen noch nicht ganz. Wo haben Sie denn festgestellt?
Was war denn die Center Frequency? Das ist bei minus. Ja, das ist ja normal, weil so mehr ein Faust. Genau, mal kurz auf Stopp klicken, dass es nicht die ganze Zeit rumwackelt. Die ist jetzt bei minus. Ja, knapp wie viel Faust. Ja, kann sein. Klicken Sie einfach mal oben auf den Peak, dann können wir es ja ablesen. Genau. Minus, sag mal, 63. Okay. Und stellen Sie das auch hier oben ein in der Variable. Da haben Sie 400 drin. Da hat es einfach minus 53, ja, oder 60, was weiß ich. Dezimierung habe ich ja 10 drin, nicht 1. Sonst hast du ja gar keine von. Ja, das schaut doch schon ganz gut aus. Ja, 100, ja. Gut, sehr gut. Vielleicht noch die Bandbreite noch ein bisschen anpassen. Ich glaube nämlich, dass die Center Frequency stimmt noch nicht ganz. Die tun Sie da mal noch ein bisschen rumtweaken und die Bandbreite auch mal noch ein bisschen verändern. Genau, Sie, bei Ihnen glaube ich, das passt auch ungefähr. Wie schaut es bei Ihnen aus? Okay, an was hängt es? Okay. Wo haben Sie, welche Frequenz haben Sie herausgefunden als Mittenfrequenz? Ich habe jetzt hier 870. Positiv. Starten Sie nochmal den Flow Graph. Nee, der geht eben nicht mehr, wenn er den anderen nimmt. Macht er nicht mehr. Was kommt denn für eine Fehlermeldung? Das Runtime Error Fetch Check failed. Ja, weil Sie hier eine Frequenz einstellen, die eigentlich gar nicht vorkommen kann. Tun Sie mal ganz schnell das auskommentieren, einfach und dann disablen. Und jetzt nochmal laufen lassen und dann schauen wir mal, wo das Teil sendet. Genau, sehr schön. Stoppen, genau, jetzt klicken wir einfach mal hier. Also, die Frequenz ist in etwa, einfach mal da hochklicken, bei minus 63,2 Kilohertz. Ja. Ach so, das heißt, man geht nicht davon aus, dass das Null, das ist, was man eingestellt ist, sondern... Nee, man muss immer suchen natürlich, wo das ist. Je nachdem, wo Sie, auf welche Frequenz Sie das Teil eingestellt haben, je nachdem, wo das sendet, wenn Sie Mittenfrequenz 434 MHz ist und das sendet bei 433, irgendwas, dann ist es immer bei einer negativen Frequenz irgendwo. Das heißt, der geht alleine davon aus, dass man quasi das auf die bezieht, die man am Anfang eingestellt hat. Genau, richtig. Also man muss erstmal wissen. Ich dachte jetzt, ich muss es dann noch von abziehen, deswegen hatte ich jetzt. Nee, das. Achso. Genau, also man guckt immer am Basisband, bei welcher Frequenz es ist. Genau, das stellen Sie jetzt mal ein. Bauen wir das mal schnell zusammen. Genau hier minus 63. Nicht zweimal, aber. Gut. Bandbreite, ja, mal 10 Kilohertz machen. Genau, jetzt enablen wir es genau wieder. Jetzt kommt immer noch eine Fehlermeldung. Center minus Bandwidth plus Bandwidth halbe Transition Width. Was sagt er da? Was mit Sampling Frequency halbe? Mal kurz. Das müsste eigentlich passen. Low, die Low ist niedriger wie die. Das passt. Ah, ich weiß, was das Problem ist. Ich habe es vorher schon gesehen, aber habe ich wieder vergessen. Klicken Sie mal drauf. Sie haben reelle Tabs und bei reellen Tabs gibt es keine negativen Frequenzen. Das heißt, Sie müssen jetzt auf Komplex-Tabs hier stellen mit Dezimierung. Genau. Und jetzt ist fast richtig, hier noch die Sample Rate ändern. Ja, durch die hier. Genau. Aber den gibt es noch nicht. Genau, den tun Sie jetzt gleich noch einfügen, den Parameter. Gut. Läuft's? Genau, ist sehr breit. Aber geht trotzdem, oder? Ja. Ich glaube, die Mittenfrequenz stimmt noch nicht. Die Mittenfrequenz. Also die Mittenfrequenz sollte irgendwas bei 63 Kilohertz sein. Also Sie haben eine Low- und eine High-Cut-Off-Frequency. Mhm. Allerdings, gut, so kann man natürlich auch rechnen, muss man aber halt auch immer wieder ändern. Okay. Geht auch, aber
starten Sie nochmal den Flowgraph, dann gucken wir nochmal, bei welcher Frequenz das die ganze... Soll ich das hier dann können Sie, lassen Sie einfach mal, genau. Genau, schauen wir mal schnell hier runter, mal kurz stoppen. Genau, klicken wir mal dahin. Hier hin? Ja, okay, ich glaube, die... Schauen Sie mal, was haben Sie denn für eine Abtastrate eingestellt? Kann das sein, dass die nur auf 2... Nee. Ich glaube, wahrscheinlich ist in der... Irgendwie ist das komisch. Gehen Sie mal schnell raus. Bandwidth. Hier steht auch die Abtastrate drin. 9600. Hier, oder? Ah, die Center Frequency mal rausnehmen. Da müssten wir die Center Frequency von dem Software Defined Radio einstellen. Also 433 MHz oder 434 MHz. Okay. Genau, das lassen wir jetzt einfach mal auf 0. Mal nochmal starten. Da ist jetzt dann irgendwie, war die Verschiebung drin. Genau, jetzt passt es auch. Mal kurz auf Maximum Hold machen und dann stoppen. Gut. Jetzt hier mal draufklicken. Hier? Genau. Also, dass man ungefähr, ja. Ein bisschen oder, rein. Ja, genau, kann man machen. Dass man jetzt ungefähr bei minus 63 Kilohertz. Okay, und wie kann man das dann so abschneiden? Ich dachte, man stellt ja hier die Low-Frequency und die High-Frequency. Genau, dann stellt man, würde ich jetzt hier einstellen, wenn Sie das so machen wollen, stellen Sie das auf minus 70 Kilohertz zum Beispiel. Genau, das ist schön. Übersichtlich, ja. Genau. Wie gesagt, noch besser, anders war jetzt aber die High Frequency. Das ist so, die Low. Ach, die muss minus 70 und die High würde ich dann auf minus, was weiß ich, 55 oder so. High minus 55. Genau, sehr schön. Jetzt sieht man schön, wie er das ausschneidet. Das passt in etwa, würde ich sagen. Ja, okay. Gut. Und dann geht es jetzt weiter. Die Dezimation haben Sie auch eingestellt, das passt auch. Genau, jetzt schauen Sie mal, ob da schon mal Bits rauskommen. Starten wir es nochmal. Das wäre hier oben dann. Genau, hier, genau. Das passt auch schon ganz gut. Hier schaut schon mal ganz gut aus, die Amplitude. Und jetzt muss man eigentlich nur noch die Threshold festlegen. Ich würde die jetzt auf 0,05 festlegen für die Low. Aber es schaut. Ach so, also alles, was da drunter ist, interpretiert er als 0 und alles, was drüber ist, ist als eine 1. Und wo steht hier. Denn das noch? Hier? Hier? Genau. Und also, weil was haben wir gesagt? 0,05. Und hier kann man dann 0, ich mache da immer relativ nah 0,055 oder 5,1, ist wurscht. Ja. Gut. Und jetzt müsste, genau, schaut perfekt aus. Jetzt schaue ich nochmal hier drüben, dann werde ich die paar Fehler nochmal erklären. Und Sie können die Zeit nutzen, gleich mal, hier müsste glaube ich schon Audacity mit drauf sein. Hat das also das habe ich schon drin, aber wie ist denn das mit dem Filter? Ich meine, man kann jetzt ja sagen, das ist prinzipiell so breit, andererseits, wir können jetzt ja die Dings auch auf, keine Ahnung. Man könnte die breiter machen, meinen Sie? Ja, entweder breiter oder schmäler. Ich meine, ja, genau. Jetzt habe ich es gerade mit 50, also wenn ich es mit 5 laufen lasse. Geht es dann nicht mehr oder geht es schon noch? Geht auch. Aber was machen wir jetzt da typischerweise? Genau, stoppen Sie es mal schnell. Vielleicht kommen Sie selber drauf. Oder ich habe es vorher schon mal kurz, zoomen Sie mal rein. Jetzt haben Sie es mit 5 kHz. Schauen Sie sich mal das Signal an, wie das ausschaut. Noch ein bisschen fester reinzoomen. Okay, schaut ungefähr so aus. Jetzt filtern Sie das Ganze mal mit 500. Und okay, die Dezimierung, oder 50, genau, da macht es Sinn, die Dezimierung noch ein bisschen runterzustellen, dass man mehr darstellen kann. Genau, einfach mal so machen. Und dann werden Sie feststellen, je breiter Sie das Ganze machen, desto schneller kann das schwingen. Genau, jetzt sieht man natürlich hier, dass hier ist so ganz verwackelt. Jetzt stellen Sie es nochmal auf 5 zurück.
mal so ein bisschen merken. Ja, musst du erst mal einfach so lassen. Jetzt haben wir es relativ breit bandig gefiltert. Jetzt sieht man, das ist relativ verwackelt, sage ich mal. Und mal reinzoomen. Okay, es ist auf jeden Fall, jetzt sieht man hier, jetzt sind nur noch so Schwingungen, jetzt ist es nicht mehr so ganz verrauscht. Ja. Bei Ihnen klappt es bei allen? Sehr gut. Schauen Sie mal schnell hier, ob Audacity mit drauf ist. Ja, super. Gut. Bei Ihnen läuft jetzt auch alles. Gut. Dann hole ich das mal her und spreche noch über ein paar Probleme, die hier die Leute hatten. Das ist immer sehr gut, weil dann lernt man noch ein paar Sachen dabei. Also bei mir schaut der Flowgraph relativ ähnlich aus. Den einzigen Unterschied, den ich hier habe, ist, dass ich hier Complex to Magnitude Squared habe. Also ich quadriere die Magnitude. Das hat einfach dann den Effekt, dass wenn das Teil ein bisschen größer ist, dann wird es halt deutlich größer oder deutlich kleiner. Ist egal. Das schaut, das heißt, das Ergebnis, das hier rauskommt, der nimmt die Magnitude und quadriert sie noch. Da kann man sich drüber streiten, was man besser findet. Gut. Also, das haben Sie alle richtig gemacht. Sie schauen sich das Signal nicht dezimiert an. Und dann stellen Sie fest, hier, genau, komisch, bei mir ist es, schauen Sie mal her, bei mir steht hier die Frequenz hier in Kilohertz. Also bei mir, bei Ihnen stand es in dB drin. Vielleicht haben Sie noch eine ältere Version und wir müssen mal hier ein neues Update anstoßen. Deswegen ist uns wahrscheinlich noch nie aufgefallen. Okay, also hier haben Sie mal die Mittenfrequenz. Die liegt hier ungefähr bei, ja, sagen wir einfach mal, minus 43 Kilohertz in etwa. Und jetzt ist natürlich die Aufgabe, Sie wollen diesen Teil filtern. Jetzt nochmal allgemein, nochmal zu der Darstellung. Es handelt sich hier um eine negative Frequenz, hier minus 63 Kilohertz. Und nochmal zur Wiederholung, die 0 Kilohertz, die hier eingestellt haben, das ist die Frequenz. Okay, vielleicht male ich mal schnell nochmal was dazu. Also, hier ist unsere Frequenzachse. Und naja, Sie sehen in unserem Basisband, ich schreibe mal hier schnell Basisband dazu, hier bei minus 63 kHz sehen Sie hier ein Signal. Wir stellen unseren SDR, stellen wir hier so ein, den haben wir hier auf 434 MHz eingestellt. Und unser Signal hier befindet sich links davon. Das heißt, dieses Signal befindet sich bei, ja, blöd, ich mache das mal hier zu 50 Kilohertz, dann ist es leichter zu rechnen. 43,950 Megahertz. Okay? Das heißt, unser Software-Defined Radio, unser Empfänger steht auf dieser Frequenz, 434 MHz, und unsere Aussendung findet bei 433,950 MHz statt. Also links von der Frequenz, von der das Ganze eingestellt ist. Was macht unser Software-Defined Radio? Der nimmt den ganzen Bereich hier und verschiebt ihn nach unten, um die 0 Hertz. Hier haben wir unsere 0 Hertz. Und dann landet natürlich diese Frequenz landet an diesem Punkt hier, weil sie ja kleiner ist wie die Frequenz, die wir eingestellt haben. Das ist was, und das kann man, wenn man das ganz mathematisch sieht, kann man sagen, hey, das ist der Verschiebungssatz, den ich Ihnen erklärt habe. Der verschiebt es einfach nur von, was früher 434 MHz war, wird einfach runter verschoben auf 0 MHz. Und das ist das Basisband, das wir sehen. So kann man das ganz rein mathematisch betrachten. Okay, das muss man sich immer mal wieder im Kopf rufen. Was Sie dann natürlich machen können, ich zeige Ihnen das mal, weil das gab hier kurze Verwirrung. Sie können natürlich die Frequenz
Center Frequency, das ist jetzt die Center Frequency Ihres Software-Defined Radios. Das heißt, wenn Sie das Teil hier auf 434 e hoch 6 einstellen, also das ist ja die Frequenz, auf der unser Software-Defined Radio läuft, wenn Sie den Flowgraph jetzt starten, dann sehen Sie genau, wenn Sie hier draufklicken, dann sehen Sie dann das, was wir jetzt eben ausgerechnet haben, dann können Sie das in die Originaldarstellung wieder zurücktransformieren, sage ich jetzt einfach mal. Aber da wir sowieso immer mit Basisbandsignalen arbeiten, ist es völlig egal, ob die Aussendung bei einem Gigahertz, bei 100 Gigahertz oder bei ein paar Terahertz war, das ist völlig irrelevant. Deswegen meine Empfehlung ist immer, das Ganze hier auf 0 Hertz stehen zu lassen. Gut. Ansonsten sollte eigentlich alles soweit klar sein. Genau, was noch ein Problem war, ist, ich mache mir das immer am liebsten so, ich stelle hier eine Center Frequency ein. Ich benutze immer kurze Variablennamen, weil ich nicht tippen will. Sie machen das, glaube ich, besser. Sie schreiben das aus, dann kann man sich das später nochmal überlegen. Wobei Center Frequency und Bandwidth oder sowas ist eigentlich immer was, was man sich merken kann. Hier habe ich es nicht ganz so schön gemacht, jetzt wollte ich sagen, dass das ja super schön ist. Also ich habe hier nur die Center Frequency und keine Bandwidth angegeben. Also wenn man die Low Cutoff Frequency habe ich jetzt hier fest definiert. Ich habe hier eine Bandbreite von 6 kHz angegeben. Viel schöner ist, wenn man so macht. Sie haben noch eine Variable, die heißt Bandwidth. Bandwidth und die stellen Sie auf 10 kHz und dann stellen Sie hier ein Center Frequency minus Bandwidth halbe, Center Frequency plus Bandwidth halbe. Gut. Wir haben ja festgestellt, unsere Aussendung findet bei einer negativen Frequenz statt. Das heißt, wir brauchen einen Bandpassfilter, das nur im Bereich von minus 68 Kilohertz bis minus 58 kHz durchlässt. Das heißt, wir brauchen hier oben komplexe Tabs, weil sonst wäre ja, wenn wir hier reelle Tabs haben, dann kommt die Fehlermeldung. Da kann man dann nur noch positive Frequenzen eingeben und das Ganze ist komplex konjugiert. Das heißt, der Bandpassfilter ist bei positiven und bei negativen Frequenzen lässt er das durch. Haben wir ja letztes Mal uns angesehen. Das müssen Sie tun. Sie schalten das Ganze hier auf Komplex-Tabs und Dezimierung und dann können Sie hier die Dezimation hier über die Variable reingeben. Dann haben es alle richtig weitergemacht. Vielleicht müssen wir da später auch noch mal kurz drüber sprechen. Sie wandeln das Ganze von einem komplexen Zahl in eine Magnitude um und dann schauen Sie sich das Signal mal an und schauen, okay, ich sehe hier was, da passt, da kommen Nullen und Einsen raus. Jetzt muss ich eigentlich nur noch mit meinem Threshold-Block, muss ich jetzt einen Wert wählen, bei dem das Ganze dann 1 als 1 interpretiert wird und das andere eben als 0 interpretiert wird. Starten wir es nochmal schnell, machen wir das nochmal zu Fuß. Hier unten. Genau, hier sieht man nochmal Autoscale. Warum zeigt denn der hier nur so wenig Werte an? Das ist irgendwie unbefriedigend. Ich zeige mal wieder eine Sekunde an. Hm. 1024 ist hier noch eingestellt. Was denn da unten? Ah, okay, ja, passt schon. Gut. Was ist denn jetzt da los? Number of points. Ah, jetzt, genau. Also jetzt sehen wir hier die einzelnen Pakete. Und jetzt kann man hier irgendwo, ja, ich würde sagen, hier in der Mitte ist ganz gut 0,01. Ist bei Ihnen jetzt eine andere Zahl, weil Sie haben nicht Complex to Magnitude Quadrat, ist aber egal. Sie suchen sich einfach einen Wert,
den Sie als 1 interpretieren wollen, zum Beispiel 0,01. Ab 0,01 soll das Ganze als 1 interpretiert werden. Wenn es kleiner ist, dann kleiner. Ich stelle dann auch immer einen Wert ein, 0,015, also ungefähr hier wird es als 1 interpretiert und dazwischen hat man quasi so eine Hysterese. Gut, das schaut ganz gut aus. Das heißt, Sie haben dann am Ende, kommen hier Ihre einzelnen Einsen und Nullen raus. Können wir uns jetzt mal schnell ansehen, ob das passt von der Abtastrate her, von der Ratenreduzierung. Schauen wir mal kurz das an. Lassen wir es mal kurz laufen. Stopp. Okay, Sie sehen hier so ein kurzer Impuls, besteht immer noch aus genügend Samples. Wenn das jetzt nur ein oder zwei wären, dann tut man die Dezimation halt wieder leicht reduzieren. Gut. Nächster Schritt. Also Sie haben jetzt alles eingestellt, bis jetzt haben Sie das Ganze immer in Endlosschleife abspielen lassen, um das Ganze auszuprobieren, dass Sie es nicht immer wieder neu starten wollen. Jetzt wollen wir aber die einzelnen Bits auswerten. Theoretisch können Sie hier die Timesync hier verwenden, aber meiner Erfahrung nach ist es immer relativ schwierig, finde ich. Da muss man hier das irgendwie stoppen, dann weiß man immer, was ist denn hier passiert so genau. Und deswegen schlage ich folgende Vorgehensweise vor. Sie stellen erstmal das Ganze auf Repeat None, also No. Das heißt, der Flowgraph läuft einmal durch und wenn er einmal durchgelaufen ist, ist er fertig. Und bleibt dann einfach stehen. Das ist das Erste, was ich machen würde. Dann, nächster Schritt. Hier kommen ja Nullen und Einsen raus. Und Sie sehen gleich warum. Ich multipliziere das Ganze mit 0,8 oder 0,5, ist eigentlich egal. Am Ende sollte auf jeden Fall eine Zahl rauskommen, die kleiner ist als 1. Das können Sie mal bauen. Und dann schreiben Sie das Ganze hier in eine FileSync hinein. Sie holen sich eine FileSync, sagen als Input-Type, das ist Float. Und ja, machen das Ganze als Override hier. Stellen Sie mal die Dezimierung auf 10 ein. Genau, macht es natürlich gleich Sinn. Wir haben mit 960 Kilohertz abgetastet. Wenn wir mit dem Faktor 10 dezimieren, haben wir eine Abtastrate nur noch von 96 Kilohertz. Und das würde ich gleich hier in das File mit reinschreiben. Also ich habe das Ganze hier Steckdose dmod-96k.raw. Ich nenne alles, was Rohdaten sind, nenne ich RAW. Die können Sie natürlich nennen, wie Sie das wollen. Wo hängt's? Genau, vorher das Repeat ausschalten. Ja, weil sonst läuft es unendlich weiter. Hier wird das genau Repeat ausschalten, jetzt läuft es dann einmal durch. Genau, das ändert jetzt natürlich nichts daran, dass es vielleicht langsam läuft, aber das bleibt dann irgendwann mal stehen. Aber Sie haben die gleichen Daten wie ich, also wenn Sie mit dem Faktor 10 dezimieren, ist das in Ordnung. Genau, jetzt können Sie da die Bits zählen oder die Samples zählen, nicht die Bits zählen. Okay, ja, es sind relativ viele, das passt schon. Lassen wir es einfach mal so. Was haben Sie, 100? Genau. Von mir aus können Sie auch 20 einstellen oder 30, dann ist halt ein bisschen schwieriger zu rechnen. Gut. Irgendwo, wo Sie es wollen, können Sie es hinspeichern. Das ist eigentlich egal. Geben Sie einfach einen Fallname an. Einfach Steckdose dmod unterstrich. dmod-96k zum Beispiel, damit man weiß, mit welcher Abtastrate, .raw oder kann sich auch GNU-Radio-Dmod oder was weiß ich, das ist völlig wurscht. Genau, Float, das passt. Genau, ich sehe noch, dass die Sample Rate, müssen Sie nur richtig einstellen, die ist 96.000.
Genau, also da wirklich Sump underscore rate immer reinschreiben. Das sollte immer so bleiben. Warum der Aufwand, warum die Multiplikation? Ich sage Ihnen gleich wofür. Okay, das ist hier bei Downloads. Ich verwende nämlich das Audacity-Tool. Die Frage noch bei mir ist, wie da diese Verschiebung wenn ich jetzt hier laufen lasse, dann habe ich wieder. Ja, schauen wir mal, gucken wir nochmal schnell drauf. Wie ist das da verschalten? Ja, das ist klar, weil die da findet eine Unterabtastung irgendwie statt. Mhm. Und dadurch gibt es Alias, das heißt, Das Gesubsampelte kann man gar nicht so genau, kann man schon sagen, wo das Ganze liegt. Das ist normal, dass das so ausschaut. Das darf auch so aussehen. Okay. Man kann sich genau überlegen, warum das so aussieht, aber ja, oder das ist die einfachste Möglichkeit. Deswegen macht man es erstmal ohne Dezimierung und dann. Haben Sie vielleicht die Abtastrate nicht mit rein, dass er ewig. Ich habe hier die Zeit relativ lang gemacht. Das sind aber nur 10 Millisekunden, sagt er hier. Zeigen Sie nochmal den Flowgraph. Ja, das ist klar. Wenn Sie Sump Rate mal 100 nehmen, jetzt brauchen Sie 10 Sekunden, bis die ersten Daten kommen. Jetzt müssen Sie 10 Sekunden warten und dann kommen irgendwann mal die Daten. Weil die kommen ja mit Sump Rate Zehntel rein. Genau, und dann. Gut. Also, wenn Sie das Ganze abspeichern hier, dann haben Sie die Möglichkeit hier über Audacity Datei importieren. Rohdaten, schauen Sie mal schnell her alle. Audacity öffnen, importieren Rohdaten, dann kann man das Ganze hier auswählen, Steckdose DMOD 96k.raw, dann können Sie das Ganze hier umstellen, der Codec, wir haben Flow 32, ein Kanal und hier unten können Sie die Abtastrate eintragen, also 96.000 importieren und jetzt hat man die Möglichkeit, hier sich das Ganze anzuschauen, hier rein zu scrollen. Das ist irgendwie komisch. Jetzt muss ich es nochmal laden. Genau, einmal muss man es komplett durchlaufen lassen. Man darf es auf jeden Fall nicht abbrechen. Ich glaube, das sollte ich auch nochmal tun. Also so lange, bis nichts mehr kommt. Deswegen waren auch zu wenig Samples da. Also ich lasse es jetzt nochmal durchlaufen. Das heißt, er demoduliert die gesamte Aufzeichnung und schreibt sie dann in das File rein. Ich glaube, jetzt ist er fertig. Wenn er dann fertig ist, dann teste ich es nochmal. Schauen wir mal, ob es jetzt passt. Schaut auch nicht größer aus, komisch. 96 Kilohertz, Mono. Ja, doch, jetzt passt's. Genau. Importieren Rohdaten. Genau, und dann wählt man das File aus und dann muss man hier folgende Einstellung machen. Flow 32, Little Endian und hier unten die Abtastrate eintragen. Genau, Float passt, dann Mono, Sie haben ja nur einen. Passt Float, Little Endian können Sie lassen. Ein Kanal und jetzt hier unten die Abtastrate einstellen. 96.000. Gut, läuft. Genau, mit Steuerung und Scrollen kann man dann rein und raus scrollen.
Genau, also vielleicht zur Information. Irgendwann hatte ich da mal ein Foto gemacht, wie das Ganze denn aussieht aus letztem Jahr. Moment. Sechs, sieben. Finde ich jetzt nicht. Da war ich doch gerade. Genau, also das Ganze schaut so aus, zur Information, das ist hier der Steckdosensender. Das hier steht hinten drauf, passt der Frequenzbereich, der passt hier ungefähr. Und ich habe Folgendes gemacht, glaube ich, mich zu erinnern. Ich habe erst die Taste 1 on, 1 off, 2 on, 2 off, 3 off, 4 on, off, halt so hin und her. Also ich füge es hier mal schnell ein. Dann können Sie das nämlich mal analysieren, weil spätestens, ist egal, sei es drum. Was Sie jetzt natürlich machen können, was ich hier an Audacity ganz cool finde, Sie können jetzt hier einmal hier was kopieren, also von dem ersten Mal und dann vom zweiten Mal was kopieren. Und jetzt kann man nämlich hier, jetzt kann man hier schön hineinzoomen. Blöd, ich muss nochmal kopieren. Den ersten habe ich nicht gescheit erwischt. Genau, da wählt man jetzt einen so einen Block aus. Na, jetzt habe ich es wieder nicht ordentlich erwischt. Doch, habe ich ordentlich erwischt. Jetzt kann man nämlich hier das Ganze so weit rauslöschen, dass die direkt hier übereinander stehen. Und jetzt kann man sich das Protokoll ansehen. Also das Erste, was einem auffällt, ist, was ist das überhaupt für eine Modulationsart? Wie werden hier überhaupt, darüber haben wir eigentlich noch gar nicht gesprochen, wie werden hier überhaupt Bit dargestellt? Weil, kann das jemand sich erschließen? Also es ist auf jeden Fall nicht so, wie wir das bei unserem Audio-File durchgeführt hatten, wir schalten den Ton ein, dann ist es eine 1 und wir schalten den Ton aus, also senden nichts für eine 0. Ich meine, kann glaube ich jeder ganz gut erkennen, wie werden hier Bits kodiert? Wir senden immer, und zwar wir senden das Signal und je nachdem, wie lange wir das Signal halten, also entweder nur sehr kurz oder also hier, ob das jetzt eine 0 oder eine 1 ist, weiß ich selber nicht, kann man philosophieren, was das dann bedeutet, wenn es überhaupt relevant ist, überhaupt. Also das kurze hier, sagen wir einfach, das ist eine 0. Hier und das lange hier interpretieren wir hier als eine 1. Und wir beginnen einfach mal mit 2, 4, 6, 7. 7, 2, 4, 6, 7. 7 kurze Impulse am Anfang. Dann kommt hier irgendwas. Und am Ende, den einzigen Unterschied, den Sie hier sehen, ist, dass wir einmal am Ende haben wir ein kurzes Signal. Das war, als ich auf das On gedrückt hatte, kurzes. Und als ich auf Off gedrückt hatte, kam das lange Signal. Okay? Jetzt kann man sich überlegen, hey, vielleicht ist es jetzt doch unterschiedlich, das kurze. Wenn On, könnte man vielleicht sagen, okay, das könnte die 1 sein, das lange ist die 0. Aber ja, eigentlich ist es ziemlich egal. Und so kann man natürlich jetzt weitermachen. Und man wird dann feststellen, und naja, hier hinten ist immer ein kurzes Bit. So, die erste Idee, die ich hatte, okay, das hintere, das unterscheidet sich. Ansonsten schaut ja alles gleich aus. Gucken wir nochmal schnell drüber. Ja, das passt. Das letzte Bit
könnt ihr sagen, hey, das ist ein Parity-Bit, aber logischerweise, wenn Sie einmal eine 0 und einmal eine 1 übertragen, kann das kein Parity-Bit sein, weil das wäre ja dann auch invertiert. Also das ist auf jeden Fall nicht, das kann man sagen. Das kann einfach nur irgendwie ein Stopp-Bit sein, das hier gesendet wird. Und ja, also ich glaube auch aufgrund dessen, dass hier am Anfang lauter Kurze kommen, dass das Kurze mal als 1 interpretieren kann und das Lange als 0. Wobei das, wie gesagt, das ist völlig irrelevant, weil ob Sie das jetzt das Bit als 0 bezeichnen oder als 1 bezeichnen, ist eigentlich völlig egal. Also wie heißt diese Modulationsart? Man würde das Ganze, ja, man würde das als Amplituden, als Pulsweitenmodulation, ich glaube, das kennen Sie ja auch, PWM, mit dem man, das man eigentlich verwendet, um Lampen zu dimmen oder so. Also eine kurze Weite, ich moduliere die Weite des Pulses. Sieht man hier schön, kurzer Puls steht für eine 1 und der lange Puls steht jetzt hier für eine 0. Jetzt kann man weiter philosophieren, was heißt das Ganze hier drin. Hier muss auf jeden Fall irgendwie noch kodiert sein, welche Zahl hier gedrückt wurde. Ob das jetzt hier die 1 ist oder die 2, können wir mal noch einen Schritt weiter gehen. Kopieren wir uns einfach mal noch was von dem dritten Block. Also hier war 1 Kanal 1 an, 1 Kanal off, Kanal 2 on. Klauen wir uns mal hier das raus und analysieren das. Ja, jetzt wieder Worst Case, dass das zu kurz ist. Ja, und probieren wir es eben nochmal. Also 1, 2, 3. Machen wir es hoffentlich jetzt ein bisschen länger. Fügen wir das Neue hier dazu. Und versuchen das zu alignen. Okay. Irgendwas stimmt da nicht, weil das Ganze hier so, also schließe ich drauf, ich habe das Ganze so gemacht, ein on, 1 on, 1 off, 2 on und so weiter, weil hier sieht man, hier ist ein langer Impuls, wie hier eben auch. Okay, hier vorne, das ist hier alles gleich, hier ist gleich, hier gibt es dann Unterschiede, hier ist dann auch wieder gleich. Also kann man irgendwie so schließen, hier bei dem Protokoll der Steckdose, und wenn man dann nachguckt, diese Steckdosensender, da gibt es die Adresse, also die Werte, die man sendet, 1, 2, 3, Kanal 1, 2, 3, 4, und dann gibt es noch sowas wie Subadressen, dass man quasi mehrere von diesen Steckdosen parallel betreiben kann, und man kann dann mit einem DIP-Schalter kann man so eine Art Subadresse kodieren, dass man quasi den gleichen Steckdosenart, und das ist eben... Hier vorne kann man sagen, die verwenden hier alle die gleiche Subadresse. Und genau, der einzige Unterschied ist wirklich dieser Teil hier. Das wurde hier von einer 1 zu einer 0 und hier diese 0 wurde hier zu einer 1 und so weiter. Hier ist wieder alles gleich, gleich, gleich. Gut, hier hinten ist auch wieder nur kodiert, ob ich das Teil an- oder ausschalte. Und so kann ich natürlich, ich kann das Ganze hier wieder aussenden und kann somit dann die Steckdose manipulieren zum Beispiel. Da muss man gar nicht verstehen, wie funktioniert das Protokoll überhaupt. Ich höre einfach mit, schaue mir das Protokoll an und sende es einfach wieder bei der richtigen Frequenz aus. Ziemlich einfach. Das ist so die einfachste Art der Manipulation von irgendwelchen Funksystemen. Ich muss gar nicht verstehen, was dahinter steckt. Ich muss gar nicht verstehen, wie das Protokoll aussieht. Ich muss es einfach nur aufzeichnen, wieder aussenden, um es dann halt, dass es dann halt für den Empfänger aussieht, als hätte ich das mit der Handsteck oder mit dem Sender manipuliert. Natürlich viel schöner ist, wenn man das Ganze synthetisiert. Wenn man aus einem Textfile schreibt man die Nullen und die Einsen rein und dann kann man, je nachdem welches Textfile man lädt, kann man jede beliebige Kombination generieren. Aber dazu muss man wirklich weitergehen und das kann man natürlich auch machen. Das werden wir hier in der Vorlesung jetzt nicht machen. Man analysiert einfach, wo stehen hier die Nullen und die Einsen, schreibt es sich alles auf und kann so das komplette Funkprotokoll reverse-engineeren.
bis man dann verstanden hat, was passiert hier. Gibt es hier ein Parity-Bit? Haben wir hier schon gesprochen. Ist auf jeden Fall kein Parity-Bit, weil wenn ich ein Bit flippe, das hier, dann müsste natürlich auch ein Parity-Bit flippen. Also das müsste ich natürlich dann auch ändern als Checksumme. Kann natürlich sein, dass das irgendwie anderweitig berechnet wird, aber man wird feststellen, dass dieses letzte Bit immer kurz ist und damit ist es halt einfach nur ein Schlussbit. Macht eigentlich auch nicht so wirklich Sinn aus meiner Sicht, warum sollte man da noch ein Schlussbit übertragen, aber ich denke, die haben sich was dabei gedacht, beziehungsweise die kaufen einfach einen fertigen Chip. Das ist auch nochmal interessant. Normalerweise findet man in so Consumer-Elektronik-Produkten, da baut jetzt keiner sein eigenes Übertragungsprotokoll. Oft reicht es, dass man das einfach mal aufschraubt, schaut, was da für ein Chip drin ist und im Datenblatt nachliest. Da steht eigentlich dann meistens ziemlich genau drin, wie die Übertragung funktioniert. Falls das da nicht drin steht, muss man sich halt die Mühe machen und selber Hand anlegen, sich alle einfach. Man kauft sich mehrere Fernbedienungen, man kauft sich eine Fernbedienung, stellt die Subadresse auf 00 ein, drückt alle Knöpfe der Reihe nach, zeichnet es auf, demoduliert es, dann nächste Subadresse und so kann man eigentlich das ganze Protokoll reverse-engineeren und kann dann am Ende sagen, genauso funktioniert es. So wäre jetzt die Vorgehensweise. Wir werden selber im Laufe der Vorlesung noch ein Block schreiben, der wirklich aus den langen und aus den kurzen Nullen und Einsen macht und die in Textfile hineinschreibt, weil für mich ist es, mir wäre das zu blöd, mich da mit Audacity hinzuhocken und dann Nullen und Einsen aufzuschreiben. Man kann das so machen, dass am Ende wirklich die Bits rauskommen, wenn man sich sagt, okay, das kurze ist eine 1, das lange ist eine 0, dann schreibt man sich halt einen Demodulationsblock und dann steht das Ganze in einem Textfile drin und dann muss man sich nur noch mit Nullen und Einsen beschäftigen und nicht mehr hier das schauen, dass die perfekt ausgerichtet sind und dann mit Hand das alles machen. Das wahrscheinlich, bis man das Ganze programmiert hat, wenn man das erste Mal macht, dann wäre man wahrscheinlich so schneller, aber natürlich wollen wir auch lernen, wie man das Ganze dann halt hier in nur Radio machen kann. Genau, jetzt nochmal zurück. Warum haben wir das Ganze mit dem Faktor 0,8 multipliziert? Naja, bei Audacity, Sie sehen hier bei der Skalierung, der lässt halt maximal minus 1 bis plus 1 zu und dann ist es blöd zum Anzeigen, dann liegt nämlich die 1 genau hier oben und je nachdem, wie das implementiert ist, also ich hatte dann Schwierigkeiten, oben überhaupt die Linie ordentlich zu sehen. Deswegen multipliziere ich das mit dem Faktor, dass es im Aussteuerungsbereich ist von einer Audio. Ich glaube, man könnte sich das Ganze sogar anhören, wie das Ganze sich anhört. Testen wir das mal schnell, ich schließe das mal. Genau, ich höre es hier schon. Genau, in etwa hört sich das Ganze auch an. Wenn Sie das Ganze Amplituden demodulieren, oder dann hören Sie genau. Und jetzt können Sie natürlich auch überlegen, was haben wir hier für eine Baudrate? Wie kommt man auf die Baudrate von dem ganzen Teil? Naja, Sie gucken einfach, wie weit sind die hier auseinander? Von hier nach hier. Da kann man jetzt auch wieder Audacity verwenden, um das Ganze zu messen. Der zeigt Ihnen hier oben, zeigt er Ihnen Anfang und Ende an. Dann bilden Sie die Differenz hier. Also es sind hier ungefähr 3,15, das sind hier, ja, das ist jetzt nicht besonders genau. Hier oben kann man es vielleicht besser ablesen. Dann können Sie auslesen, wie weit sind die auseinander und die Baudrate ist einfach 1 geteilt durch diese Zeit hier. Dann kommen Sie drauf, wie das Ganze funktioniert. Gut. Wie lange geht denn die Vorlesung? Bis 20 nach, richtig? Okay, dann lohnt es sich, glaube ich, nicht mehr, wenn wir hier noch mit was Neuem beginnen. Wir können trotzdem uns einfach mal noch mal kurz damit befassen, wie das Ganze,
was das Ganze denn bedeutet. Nochmal negative Frequenzen, positive Frequenzen, reelle und komplexe Signale. Ich glaube, und ich verstehe auch, dass es noch nicht ganz so, da fühlt man sich noch nicht so ganz so wohl mit negativen Frequenzen, was das Ganze bedeutet. Aber da wir das Ganze jetzt mal benötigen werden, im nächsten Schritt, wenn wir Richtung Hilbert-Transformation gehen, können wir das jetzt einfach nochmal wiederholen. Und ich werde jetzt einfach nochmal, ja, ich werde einfach noch ein paar Sachen nochmal erzählen hier. Gut, also, wir als Software-Defined Radio-Entwickler werden die meiste Zeit eigentlich im Basisband verbringen. Das habe ich ja vorhin schon erklärt. Basisband heißt einfach nur, wir stellen unseren Software-Defined Radio auf eine bestimmte Frequenz und alles, was eine niedrigere Frequenz hat, erscheint im Basisband bei einer negativen Frequenz. Alles, was eine höhere Frequenz hat, wie die sogenannte Mittenfrequenz, die man, oder LO-Frequenz für Local Oscillator, das ist quasi die Frequenz, die in dem SDR eingestellt hat, ist die Frequenz, die wir empfangen wollen, größer, erscheint es bei einer positiven Frequenz. Okay, das ist das Erste. Also, nehmen wir einfach mal hier eine negative Frequenz. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Das Basisband ist immer ein komplexes Signal, das heißt, wir haben ein Signal, das aus zwei reellen Signalen besteht, wobei das eine reelle Signal bezeichnen wir einfach als Realteil und das zweite reelle Signal bezeichnen wir einfach als Imaginärteil und sagen, wir schreiben das Ganze auf als x-Basisband, zum Beispiel x-Basisband von t. Und das hat, okay, ich schreibe es jetzt nicht zeitdiskret, sondern zeitkontinuierlich. Wir haben hier einfach ein reelles Signal, das heißt XR, das ist unser reelles Signal, plus J, unsere komplexe Einheit, XI von T. Okay, das heißt, wir haben nichts anderes als einfach zwei reelle Signale, die wir einfach als komplexe Zahl interpretieren. Gut. Wie schaut denn, das ist vielleicht jetzt mal eine Frage, wie schaut denn dieses Signal hier im Zeitbereich aus? Also wie schaut dieses Signal aus in Real- und Imaginärteil? Hier bei einer negativen Frequenz. Ja, also dieses Signal hier oben schaut folgendermaßen aus. X von t. Ich schreibe es jetzt mal. Können wir vielleicht das auch nochmal wiederholen. Ich schreibe das Ganze jetzt in der polaren Schreibweise. Wir haben hier eine Amplitude von dem Ganzen. A, ich nenne das jetzt einfach mal A1. Die Frequenz, die wir hier haben, ist minus F1. Das heißt, wie schaut das Ganze aus? E hoch J, 2Pi F1. Okay, schreiben wir das Minus, kann man auch gleich hier vorschreiben. 2Pi F1. Gut, und wenn man das Ganze umrechnet, kann man das ja machen hier. A1 bleibt stehen, Cosinus 2Pi F1, kann man das Minus mitnehmen, plus J Sinus, hoffentlich stimmt das jetzt, 2Pi minus F1. Okay, das heißt, wir haben hier eine komplexe Schwingung, bei einer negativen Frequenz. Wie war das nochmal? Komplexe Schwingung. Was ist der Unterschied? Schauen wir uns das Ganze nochmal im IQ-Diagramm an, also Real- und Imaginärteil, Realteil, Imaginärteil. Bei positiven Frequenzen dreht sich der Zeiger gegen den Uhrzeigersinn, bei negativen Frequenzen plus F, minus F, dreht er sich in die andere Richtung. Das heißt, okay, überlegen wir uns das Ganze, wenn wir den Betrag von x von t, den Betrag von dem Ganzen hier uns anschauen von der komplexen Größe, das ist im Übrigen, was der Block hier macht, der hier. Okay, der macht komplex to magnitude Quadrat, aber sei es drum, schreiben wir es hin, Quadrat. Was ist der Betrag von der komplexen Zahl? Naja, wie geht es? Der Betrag hier von der Exponentialschwingung ist hier immer 1.
kann man sich ja überlegen. Hier der Zeiger, der sich hier dreht, ob der jetzt an der Position ist oder an der, hat immer die Länge 1. Das heißt, die Länge hier ist einfach a1 Quadrat. Okay? Wie schaut das Ganze aus, wenn wir hier, was ist der Unterschied, wenn wir hier eine positive Frequenz haben, hier bei f2, na, da ändert sich nicht viel. f2, okay, hier kommt ein Plus hin, hier auch ein Plus, f2, s2, a2, ändert sich im Prinzip nichts. Hier die Amplitude kann man auch hier im Spektrum sehen, je höher die Amplitude ist, das heißt hier unten, je höher das Ganze hier hoch geht, desto, ich sage es mal in Anführungszeichen, desto stärker ist das Signal und desto höher wird auch der Betrag sein. Das nochmal zur Wiederholung, wenn Sie hier so ein, okay, und was sehen Sie natürlich hier? Hier sehen Sie natürlich nicht nur so ein Peak, sondern das Ganze ist ein bisschen breiter. Das liegt einfach daran, dass das Signal moduliert ist und das ist ein Ergebnis dann, wenn man das Ganze in Frequenzbereich transformiert. Je mehr da Änderungen drin ist, desto breiter wird dieses Signal. Also darstellungsmäßig nimmt man immer am liebsten hier so einen Pfeil nach oben, so einen Impuls für und sagt, das ist hier eine Frequenz, so wie ich es hier dargestellt hatte. Aber in der Realität ist das Ganze ein bisschen breitbandiger, weil das ja ein- und ausgeschalten wird. Damit könnte man sich dann auch nochmal beschäftigen. Sie haben das ja schon festgestellt, mit Ihnen habe ich es mal durchgeführt. Wenn Sie das Ganze großzügig filtern, das heißt, Sie legen hier einen Bandpassfilter drüber, der hier sehr breit ist. Was haben Sie festgestellt? Sie haben festgestellt, dass dann die Amplitude sehr verwackelt ist. Die konnte sich ganz schnell ändern. Sie haben eine hohe Bandbreite, das heißt, die Änderung des Zeitsignals oder der Amplitude war sehr, sehr hoch. Wenn Sie das Ganze sehr eng filtern, dann sehen Sie eben, dass sich die Amplitude nicht schnell ändern kann, weil es nur sehr wenig Bandbreite hat, um sich zu ändern. Und genau, da muss man dann einfach einen Trade-off finden zwischen, wie schnell will ich das Signal ändern lassen. Wenn Sie natürlich das zu schmal machen, dann kann das Signal gar nicht mehr der Modulation folgen. Dann haben Sie irgendwas, aber Sie können keine Bits mehr rekonstruieren. Gut, und nächstes Mal machen wir einfach an der Stelle weiter und tun noch einmal On-Off-Keying oder Amplitudenmodulationen besprechen. Und vielleicht schaffen wir es dann nächstes oder übernächstes Mal, beschäftigen wir uns mit Frequenzmodulationen. Da bringe ich Ihnen dann auch wieder eine Aufzeichnung von dem Funkmodul mit. Und dann modulieren wir halt ein FSK-Signal und schauen, was da noch übertragen wird. Gut, in diesem Sinne, bis nächste Woche.